Polizei draußen. Herzlichen Dank. Ich komme immer wieder gerne nach Franken. Und das war jetzt wirklich eine beachtenswerte Rede. Ihr habt wirklich einen ganz, ganz tollen Direktkandidaten. Und ich freue mich, er ist ja Platz 17, ich freue mich, wenn er mit uns in der Landesgruppe Bayern dann den Laschet oder der Baerbock oder Scholz oder wem auch immer dann Paroli geben kann. Solche gestandenen Leute brauchen wir. Und ich bin stolz, Mitglied zu sein in dieser bayerischen Landesgruppe und solche Leute aus Franken dann hoffentlich mitnehmen zu können. Ja, wir haben einiges. Wir haben einiges gemeinsam, es ist der Christian gerade draußen, aber ich bin früher schon als junger Student hier durch Franken gewandert. Mit meinen Kindern mache ich das auch regelmäßig. Ich habe vier eigene Kinder, das wäre jetzt die Parallele. Ich habe aber auch ein Pflegekind zu Hause. Also ich weiß, was es heißt, die Jugend nach vorne zu führen. Auch Ehrenamt weiß ich, was es heißt, im Dorf, in der Gemeinde, in der Stadt verankert zu sein. China ist auch ein gemeinsamer Punkt, das kann ich dann nachher ansprechen, wenn er wieder da ist. Aber auch seine Vergangenheit in der CSU. Ich war hier in Staffelstein sehr, sehr oft, Kloster Wanz, als Seminarleiter für die Hans-Seidel-Stiftung. Über 10 Jahre war ich dort tätig, hat auch immer wieder Spaß gemacht. Und damals war die CSU noch eine andere. Wobei auch schon vor 20 Jahren eigentlich jedem klar sein musste, hier läuft was verdammt schief. Wir hätten vor 20 Jahren eigentlich schon Alternativen gebraucht. Ja, die Lage in Deutschland. Deutschland vor großen Veränderungen ist das Thema. Ich möchte es vor allem festmachen an der Verteidigungspolitik an Afghanistan. Zunächst aber möchte ich Grüße übermitteln aus dem Fraktionsvorstand von Alice Weidel, von Alexander Gauland. Wir sind gerade in einer Übergabephase. Wir haben 4 Jahre gekämpft. Das war ein Abenteuer. Das könnt ihr vielleicht gar nicht nachvollziehen. Der Norbert kann es nachvollziehen. Als Abenteuer, als Pioniere da vorne zu stehen und diese Fraktion aufzubauen und gegen die unseriöse und unfaire Verhaltensweisen der Altparteien wirklich sich hinzustellen, Gesicht zu zeigen. Und der Christian Wessler ist, glaube ich, einer, der das auch sehr gut kann. Wir sind noch gar nicht eingezogen damals, 2017. Dann haben die schon die Arbeitsordnung geändert. Die Altparteien haben gesagt, der Alterspräsident, der ist jetzt nicht mehr der Älteste hier Anwesende, sondern der am längsten mit seinem Hintern hier in diesem Bundestag sitzt. Also wer am längsten im Bundestag sitzt und alt ist, der darf jetzt die Alterspräsidentenrede halten. Sonst wäre es mein Kollege Albrecht von Rottberg gewesen. Und da hat man schon gesehen, wie die Altparteien unfair und unseriös arbeiten. Und im nächsten Schritt haben sie uns den Bundestagsvizepräsidenten verweigert. Wir haben ordentliche, herausragende Persönlichkeiten ins Training geschickt, die alle ihr Leben gemacht haben und mit beiden Beinen im Leben stehen. Ein Albrecht Glaser, eine Harald Bühnel oder wer auch immer wir, ein Gerold Otten, der als Oberst in der Bundeswehr gedient hat. Und alle wurden abgewählt und wurden nicht reingewählt. Und zum ersten Mal in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland wurde ein Ausschussvorsitzender. Wir hatten 3 Ausschüsse, wo wir den Vorsitzenden gestellt wurden. 24 Ausschüsse gibt es und noch Enquete-Kommissionen und noch ein paar andere Dinge. Wir durften 3 besetzen als größte Oppositionsfraktion. Und es gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, dass ein Ausschussvorsitzender, Stefan Brandner, mein Kollege, dass der von heute auf morgen abgesetzt wurde, weil den Altparteien die Meinung von ihm nicht gefallen hat. Und das ist unseriös, das ist unsouverän und da müssen wir Gesicht zeigen, müssen wir zusammenhalten und auch in der nächsten Legislatur wieder gegen diese Machenschaften vorgehen. Ja. Und letzte Woche hat man was erlebt, was eigentlich auch unglaublich ist. Wenn jetzt der Christian da wäre, vielleicht kommt er dann noch einmal, würde ich ihm schildern, wie ich 2017 mit großen Augen, mit großem Respekt in dieses hohe Haus eingezogen habe. Deutscher Bundestag. Was ich dann erlebt habe, was dort für Gestalten in den Altparteien reingewählt wurden, die noch nichts geleistet haben in ihrem Leben, aber Milliardensummen von Steuergeldern verschieben, dass sie darüber entscheiden, wo unsere Kinder, in welches Bildungssystem sie reinkommen, dass sie entscheiden, wo unsere Soldaten eingesetzt werden, das hat mich schockiert und das war wirklich ein Erweckungserlebnis. Und letzte Woche gab es wieder so eine Sache, da hat man einfach Trick 17, man kennt das eigentlich nur von Taschenspielertricks, Trick 17, man verhandelt über die Frühopfer, Rheinland-Pfalz, will denen helfen, das ist ein Gesetz, was wir gut fanden, schnelle Hilfe, unbürokratische Hilfe und packt in dieses Gesetz plötzlich Dinge rein, die die Pandemie betreffen, die die Impfpflicht betreffen, die
Inzidenzwerte betreffen und so weiter und so fort. Und das ist unsere Lust. Weil wir dann auch fälschlicherweise in der Tagesschau, also glaubt bitte den Staatsmedien nicht, in der Tagesschau hieß es, die böse AfD ist gegen Fluthilfe für diese Opfer da in Rheinland-Pfalz. Das ist gelogen. Ich habe sonst immer von Lügenpresse gesprochen. Das ist Lügenpresse. Wir haben den Fluthilfen, den Opfern zugestimmt, aber wir haben natürlich diesen Sonderzusatz, da haben wir nicht zugestimmt und da haben wir klar mit Nein gestimmt. Und diese verrückten Dinge machen wir nicht mit, verzeihen wir Gesicht. Und deswegen ist es gut, dass die AfD dort so stark ist und auch am 26. dort wieder stark einzieht. Ich habe gerade gesagt, solche Leute brauchen wir, die freuen sich, wenn wir dann der Landesgruppe mit den starken Bayern, gegen die Brandenburger oder mit den Brandenburgern und mit wem auch immer wirklich Politik machen können. Christian, du glaubst es nicht, man geht da mit ganz großen Gefühlen in den Deutschen Bundestag und das sind keine gestandene Mittelständler neben dir bei der FDP oder bei der SPD. Das sind keine Leute, die vier Kinder zu Hause haben, das ist unsere Parallele. Ich habe noch ein Pflegekind noch mit dazugenommen, damit es noch mehr Spaß macht. Aber das sind Leute, die sind vom Schulabschluss, wenn sie einen haben, ins Praktikum als Referent bei irgendjemandem mitgearbeitet. Und beim Lebenslauf bei der Frau Baerbock sieht man ja, wie da getürbt werden muss, weil diese Leute einfach nichts vorzuweisen haben. Und diese Leute müssen wir abwählen. Liebe Freunde, Christian, mit dir zusammen im Bundestag werden wir da denen auch eine Klatsche geben. Ja. Ja, ich soll und darf heute zu Afghanistan sprechen, ein ganz wichtiges Thema, weil das auch tatsächlich mit der Demokratie und mit der Situation in Deutschland zu tun hat. Aber vielleicht eins vorneweg, ich bin ja auch im Landwirtschaftsausschuss, ich hatte auch hier geschäftlich zu tun, vielleicht dazu noch, aber ich war Mittelständler, ich habe bis zu 18 Mitarbeiter eingestellt gehabt im Bereich Landtechnik, im Bereich Saatgut, in diesem Bereich Landwirtschaftsverlage habe ich viel gemacht und da war ich auch bei der Zugstation in Höchstädt und da weiß ich eben auch, was es bedeutet, etwas selber aufzubauen. Das hast du ganz toll geschildert, etwas selber aufzubauen. Von nichts kommt nichts, ohne Preis kein Preis. Das sind doch die Tugenden, die uns vorangebracht haben. Und du hast China erwähnt, wir können mittlerweile gar nicht mehr mithalten mit China. Wer sich ein bisschen beschäftigt mit künstlicher Intelligenz, wer sich ein bisschen beschäftigt mit Infrastrukturmaßnahmen. Wir brauchen Jahre und Jahrzehnte, bis ein Flughafen gebaut ist. Dort ist innerhalb von weniger Monaten etwas hochgezogen. Dort wurde innerhalb von wenigen Tagen ein ganzes Krankenhaus aufgezogen in der Pandemie. Und da sind wir weit, weit entfernt. Da haben wir einiges, was im Haken liegt und was auch kaputt gemacht wurde. Ein Satz aber zur Landwirtschaft, weil mir das wirklich auch im Herzen liegt. Ein Thema nur. Die ganze Landwirtschaft in Deutschland ist ja so abhängig von Brüssel, da wird jetzt viel erzählen. Aber was wirklich schlimm ist, Ausverkauf in unserer Nation, das ist ein Ausverkauf im wahrsten Sinne des Wortes, wenn den Landwirten ihr Acker und ihr Boden und ihr Wald weggekauft wird. Wir haben die Bundesregierung gefragt, das ist unsere Aufgabe, diese Fleißarbeit, habt ihr vielleicht schon gehört, Fragen stellen zur Bundesregierung, Anträge zu stellen, Anfragen, große Anfragen. Wir haben sie gefragt, wie sieht die Geldströme, die Investorenströme in landwirtschaftliche Betriebe und den Ackerboden aus. Und ich war erschrocken, die Wahrheit zu hören. Über 30%, mehr als ein Drittel auch, an Besitz an landwirtschaftlichen Flächen im Osten sind mittlerweile landwirtschaftsfremde Investoren. Da sind plötzlich Holländer auf dem Plan, da sind Polen auf dem Plan, da sind Chinesen auf dem Plan, die kaufen uns Grund und Boden weg. Und wir sagen, Bauernland muss in Bauernhand bleiben. Und dafür setzen wir uns ein, liebe Freunde. Aber lass uns jetzt zur Verteidigungspolitik kommen. Viele von uns sind ja, oder nicht jeder von uns, der geborene Verteidiger unseres Landes. Wenn es wirklich darauf ankommt, unsere Werte zu verteidigen, ist, glaube ich, jede Frau und jeder Mann auch in der Lage, sich da hinzustellen. Ich selber war 12 Jahre Offizier, war auch zweimal im Auslandseinsatz. Ich habe da auch einiges erlebt, damals im Bosnien-Herzegowina und kann das in den Verteidigungsausschuss einbringen. Und auch dort, ich möchte jetzt nicht selber loben, aber meine ganzen Kollegen sind Offiziere und haben gedient. Und alle anderen, die sie dort antreffen, von den Grünen angefangen, aber auch bis zur SPD, die haben gar keine Ahnung von Bundeswehr, die haben keine Ahnung von Verteidigung. Die erzählen ihnen einen Schmarrn, das glauben sie gar nicht. Ob es jetzt um Borg-Fock geht, oder ob es um neuen Panzerbeschaffung geht, oder ob es ums neue Sturmgewehr geht, das sind Leute im Raum, im Ausschuss, die wirklich von Tuten und Blasen keinen Ahnung haben.
Ich möchte mal erzählen, weil mir das auch sehr nahe gegangen ist, diese Bilder aus Kabul, was dort passiert, jetzt gerade. Die Taliban haben ja das eingenommen, was aber auch vor wenigen Wochen passiert ist. Dort hat die Bundeswehr panikartig, ich muss es leider so nennen, panikartig das Land verlassen. Wir haben Gerät zurückgelassen, Waffen zurückgelassen, wir haben Gerät zerstört, das meiste haben die afghanischen Soldaten übernommen und jetzt die Taliban. Das ist eine Tatsache, ich habe auch direkten Draht nach Usbekistan, dort sind die Waffen jetzt auch schon aufgetauscht. Es wird also munter verkauft in alle Herren Länder, das Zeug ist weg und unsere Truppe hat einen Mangel. Das fängt bei den Stiefeln an, das geht weiter beim Sturmgewehr und setzt sich fort bei den Fahrzeugen, kein U-Boot fährt mehr. Aber dort haben wir unsere Waffen eingesetzt, dort haben wir unsere Panzer gelassen. Das ist alles weg und das ist schockierend. Aber natürlich, die Bilder sind auch schockierend, weil wir ein Volk hat mir etwas versprochen, was wir da nicht halten wollen. Und das ist dramatisch und der Einsatz, den die Bundeswehr dort mitgemacht hat, das ist schlicht und ergreifend ein Vasalleneinsatz gewesen. Wir haben in Afghanistan überhaupt keine Interessen. Wir haben dort überhaupt nichts verloren. Ich zeige Ihnen das im Folgenden auch auf. Ich bin letztes Jahr mit der Ministerin nach Afghanistan geflogen, nach Kabul. Wir sind dann aber weiter ins Feldlager in Kunduz. Kunduz müssen Sie sich vorstellen, so wie hier in der Mitte, ein ganz großer, flacher Teller. Dort war das Feldlager der Bundeswehrsoldaten und außenrum die Gebirgszüge. Und die Gebirgszüge waren in Hand der Taliban. Jetzt können Sie sich vorstellen, wie auf dem Präsentierbrett lagen unsere deutschen Truppen im Kundus im Feldlager. Da habe ich gesagt, ja gut, wie sichert ihr euch eigentlich? Ich komme ja ein bisschen aus der Materie. Ihr habt da oben einen Wachturm, ihr habt da zwei Panzer rumstehen, aber das ist doch ein bisschen gefährlich, wenn da oben auf dem Gipfel hier die Gegner stehen. Ja, wir hatten damals 37 Raketenangriffe auf das Lager. Schauen Sie mal da, ein großes Loch. Und da ist ein Einschlag, da ist ein ganz großer Graben. Und das haben wir ständig, wir klären auf, wir sehen, dass die Taliban ihre Raketen in Stellung bringen. Aber wir können dagegen nichts machen. Wir müssen immer die Amerikaner darum bitten, dass die mit ihren Hubschraubern und mit ihrer Artillerie dort haben. Also wir sind dort gar nicht ausgerüstet und gar nicht vorgesehen für diesen Einsatz. Als wir dann in den Kunduz geflogen sind, haben uns immer zwei schwarze Apache-Hubschrauber begleitet von den Amerikanern, weil wir selber keinen einzigen Hubschrauber da unten in die Luft gekriegt haben. Also es war unglaublich. Und dann habe ich den Soldaten gefragt, ja, wie schützt ihr euch dann, wenn es einen Raketenangriff droht? Also ihr klärt jetzt auf, die machen gerade wieder eine Rampe, die organisieren gerade wieder, dass die Rakete starten wird. Ja, da gibt es einen Alarm. Ja gut, was macht ihr dann bei dem Alarm? Ja, schauen Sie mal, da hinten sind so Röhren, Betonröhren, da krabbeln wieder noch rein. Und wenn jetzt ein Alarm sein sollte, Herr Felser, dann müssen Sie da auch reinkrabbeln. Das ist kein Problem. Nur, es ist ja so eine kleine Betonröhre, was schützt die denn? Die schützt nur gegen Splitter. Wenn die Rakete 20 Meter weiter einschlägt, schützt sie gegen die Splitter, aber nicht gegen die Raketen selber. Und das ist doch unverantwortlich, wenn wir die Soldaten in den Einsatz schicken und sie dort nicht einmal richtig schützen. Und das haben wir damals angesprochen, das haben wir auch im Bundestag immer wieder angesprochen. Und das ist auch was, wo wir uns schützen vor die Soldaten stellen, auch wenn wir gegen die Auslandseinsätze sind. Ich erinnere mal an den Schwur, ich habe ja auch geschworen, der Bundesrepublik Deutschland treu zu dienen und das Recht und die Freiheit des deutschen Volkes tapfer zu verteidigen, so wahr mir Gott helfe. Aber das ist ein gegenseitiges Treueverhältnis. Wenn der Soldat geschickt wird in den Einsatz, dann muss er sich darauf verlassen können, dass die Politik ihn auch unterstützt, dass sie hinter ihm steht. Und das haben wir alles nicht, das haben wir im Parlament angesprochen. Sie werden nicht richtig ausgebildet. Sie haben keine richtige Ausrüstung und vor allem haben sie auch nicht die richtige Wertschätzung. Es war ein Drama, als die Soldaten heimgekehrt sind und keiner hat sie empfangen. Nicht einmal wir im Verteidigungsausschuss haben eine Nachricht bekommen, dass sie jetzt nachts landen, das letzte Kontingent. Wir wären gerne hingegangen und hätten sie begrüßt, weil Wertschätzung gehört dazu. Und das ist der Kampf Kandauer, der Merkel und den Maas anzulasten. Und ich habe im Parlament gefordert, beide müssen zurücktreten. Wer so die Soldaten behandelt, der hat keine Führungsverantwortung mehr in Deutschland. Schauen wir mal auf Afghanistan. Da haben vor 150 Jahren, vor 180 Jahren die Engländer versucht, dort Fuß zu fassen. Und sie haben sich wirklich eine blutige Nase geholt. Da sind die Russen gekommen, in den 70er, 80er Jahren.
Da erinnert sich noch jemand. Mujahideen haben dagegen gekämpft. ZDF-Moderator Löwenthal hat sich da immer auch stark gemacht für die Afghanen. Die Russen sind dort gescheitert und jetzt sind die Amerikaner gescheitert. Und wir mit ihnen, dort holt man sich wirklich nur eine blutige Nase. Und Peter Scholl-Latour hat das ja auch schon auf den Ländern gemacht. Vor 15, 20 Jahren. Und er weiß es. Er war überall. Er war in Pakistan, er war in Iran, er war in Afghanistan, er war in Usbekistan. Er hatte damals schon gesagt, Finger weg, dort habt ihr nichts verloren. Und liebe Freunde, es kann doch nicht wahr sein, dass wir versuchen, in einem muslimischen Land westliche Werte zu exportieren. Das kann nicht funktionieren. Das hat doch nie funktioniert. Und das ist auch nicht unsere Aufgabe, liebe Freunde. Zwölfeinhalb Milliarden hat dieser Einsatz gekostet, auf dem Papier. Nach unseren Berechnungen sind wir locker bei 30 Milliarden Euro, wenn ich das dazu rechne, was im Heimatland dann auch für die Soldaten getan werden muss und die Ausrüstung, die dort liegen geblieben ist, 30 Milliarden Euro, liebe Freunde. Ich habe zu Hause ein Pflegekind, ich weiß, wie es aussieht in der Jugendpflege und in den Jugendämtern. Wenn wir einen Bruchteil dieser 30 Milliarden da reinstecken würden, dann würde es unseren Kindern besser gehen. Wenn wir einen Bruchteil da reinstecken würden, für die Rentner, die jetzt nach 45 Jahren draußen Flaschen sammeln, dann hätten wir viel getan für dieses Land, liebe Freunde. Und wenn man die Verantwortung fragt, wenn man sie im Ausschuss festnageln will, wenn man sie im Parlament festnageln will, da haben sie ein windelweiches Gesülze. Ich muss es wirklich so deutlich sagen. Maas sagt, er hat die Lage falsch eingeschätzt. Er hat die Lage falsch eingeschätzt. Obwohl der BND eindeutige Informationen hatte, die deutsche Botschaft hatte eindeutige Informationen. Vielleicht noch ein Satz zu deutschen Botschaft. Die hat sich dann selbstständig evakuiert. Die hat gemeldet, wir sind dann mal weg. Wir zerstören. Ja, wir zerstören. An den Minister, wir zerstören gerade unsere IT, wir sprengen unsere Ausrüstung, wir sind dann auf dem Weg zu den Amerikanern. Also auch hier wieder, Amerikaner als großer Bruder, allein hätten sie es nicht geschafft. Und Maas sagt, er hat die Lage falsch eingeschätzt. Erinnert Sie das an was? Mich erinnert es an die Hochwasserkatastrophe in Rheinland-Pfalz, Nordrhein-Westfalen. Dort hat man auch gesagt, ja, das hat was mit dem Klima zu tun, ganz überraschend. Nein, liebe Freunde, 4 Tage vorher war klar, es kommt zu Unwetterereignissen, es kommt zu großen Regenfällen. Das war klar, dafür haben wir extra ein sauteures Informationssystem eingerichtet. Ich komme aus der IT, ich weiß, was es heißt, so ein Informationssystem zu etablieren, europaweit und dann auch wirklich, dass es funktioniert. Und da wird die Verantwortung weggeschoben und auf irgendein Klima. Liebe Freunde, die Katastrophe, die Unwetterkatastrophe, kommt nicht durchs Klima, das haben die Politiker verbockt. Die haben den Katastrophenschutz abgebaut, die haben dort falsche Baumaßnahmen getätigt. Das hat nichts mit Klima zu tun, das hat mit diesem Versagen der Politiker dort zu tun, liebe Freunde. Vielleicht einen Satz noch zu den Soldaten. Wie gesagt, wir haben immer gesagt, keine Auslandseinsätze. Du stehst schon im Parteiprogramm, das haben wir in der Fraktion immer wieder betont, in unseren Reden, und es war auch immer einstimmig. Es gab überhaupt keinen Abweicher bei uns in der Fraktion, wenn wir dort geredet haben über die Einsätze. Aber jetzt schauen Sie sich mal die Lage der Soldaten an, in einer kaputt gewirtschafteten Bundeswehr. Wenn Sie dort Dienst tun, irgendwo, dann würden Sie erleben, wie hier das beste Material, was noch da ist, wird zusammengesucht, auf LKWs geworfen und wird in eine Einheit gefahren, die kurz vor dem Einsatz steht. Und selber hat man dann nichts mehr, man macht dann irgendwelche sinnlosen Übungen, weil man einfach kein Gerät und kein Material mehr hat. So, was wir haben, und da bin ich auch stolz drauf, das sind unsere Elite-Soldaten, die Kommando-Spezialkräfte, die sind top ausgebildet, die können mithalten mit den Special Troops aus Amerika oder England oder Frankreich. Das sind unsere besten Jungs. Und jetzt bei der Evakuierung hatten wir 700 Fallschirmjäger, die dort die Evakuierung gemanagt haben und auch ihren Kopf hingehalten haben. Dort unten wurde geschossen. Dort unten war es richtig heftig. Jetzt sollen unsere Soldaten die Kastanien aus dem Feuer holen. Jetzt plötzlich. Letztes Jahr um die Zeit, letztes Jahr hat eine ganze Kompanie Kommando-Spezialkräfte aufgelöst. Es gibt genau 4 Kompanien in Deutschland, in der Bundeswehr. 4 Elite-Einheiten, 4 Elite-Kompanien. Eine hat man komplett aufgelöst.
weil die angeblich zu rechtsradikal ist oder was auch immer. Der eine hatte einen Jungen-Freiheit-Artikel geleitet, der andere hatte einen patriotischen Artikel geleitet. Und einer hatte tatsächlich Waffen geklaut, hatte die verscherbelt. Das kann ich strafrechtlich legen, das muss ich auch legen, da gibt es ein Soldatengesetz. Aber deswegen eine ganze Kompanie aufzulösen, das ist schäbig, das ist der Dolchstoß in den Rücken unserer tapferen Soldaten. Verfassungsfeinde sind nicht die Soldaten, die patriotisch sind und die nach draußen gehen und die in den Einsatz gehen und eine Deutschlandfahne in den Spind hängen. Verfassungsfeinde sind die Asylbewerber, die eigentlich abgeschoben gehören, bei uns im Lande belassen. Verfassungsfeinde sind die mit den Schleppern kooperieren. Das kommt jetzt alles heraus. Das sind die eigentlichen Verfassungsfeinde und nicht unsere Soldaten. Wir brauchen wieder Staatsmänner. Christian Messner, wenn du im Bundestag stehst, vorne am Rednerpult, dann steht vermutlich ein Staatsmann da, weil du einfach was darstellst. Du hast auch die Haltung dazu. Helmut Schmidt, du hast gegen die SPD gewettert, aber ich bringe jetzt mal den Helmut Schmidt. Der hat 1977, hat er die Grenzschutzgruppe 9 zu sich geholt, die GSG 9, die legendäre. Und er hat Verantwortung übernommen. Da wurde ein Passagiersflugzeug entführt nach Mogadischu. Und Helmut Schmidt hat als Kanzler sich hingestellt, hat Entscheidungen getroffen, bis in die Nacht telefoniert mit den GSG 9 Leuten. Dann sind die rein, alle Passagiere waren gerettet. Das war noch ein Staatsmann und die fehlen uns alle im Deutschen Bundestag. Und deswegen braucht es eine Alternative, damit dort wieder richtige Leute auch das Richtige machen für unser Land, für Deutschland. Man kann es immer leicht sagen im Nachhinein. Im Nachhinein kann man sagen, Herr Scholler-Buhr hätte Afghanistan so nicht gemacht und der und die. Wie hätte es denn die AfD gemacht? Das ist ganz klar. Da muss ich auch nicht um den heißen Brei herumreden. Die AfD hat sich immer klar positioniert, wenn wir irgendwo tätig werden, dann müssen deutsche Interessen im Vordergrund stehen. Ansonsten gibt es keine Auslandseinsätze für uns. Wir haben gefordert, in der Afghanistan-Krise Verhandlungen zu treffen und keine Geldgeschenke zu verteilen, sondern mit Pakistan verhandeln, mit Usbekistan verhandeln, mit den angrenzenden Ländern verhandeln und schauen, dass die Flüchtlinge dort in die angrenzenden Länder kommen. Wohin auch sonst? Bei uns haben doch diese muslimischen Stämme überhaupt nichts zu suchen. Wir haben gefordert eine Entpolitisierung unserer Armee. In der Armee muss Tüchtigkeit, Tapferkeit, Leistung vorherrschen und keine Gender-Ideologie. Wir brauchen keine Panzer, wo eine hochschwangere Soldatin reinpasst. Wir brauchen auch keine Hauptgefreiten, die nicht genau wissen, du hast es angesprochen, was sie jetzt gerade sind. Wir brauchen Soldaten, die ihr Land lieben und für ihr Land kämpfen, liebe Freunde. Meine Gedanken sind in diesen Tagen, das könnt ihr euch vorstellen, ich kenne ja auch viele, die sind in diesen Tagen bei den 59 gefallenen und verunglückten deutschen Soldaten und bei den Angehörigen. Sie haben es eigentlich nicht verdient, von einer solchen Politik dorthin geschickt zu werden. Und deswegen am Schluss mein Aufruf und meine Botschaft: Deutschland wird nicht in Mali, Deutschland wird nicht im Hindukusch, Deutschland wird hier in Erlangen, hier in dieser Gemeinde und an unseren Außengrenzen verteidigt und nirgendwo anders, liebe Freunde. Und kämpfen wir, dass wir das wieder zur Politik in Deutschland machen, dass wir Alternativen aufzeigen können, dass wir mit tollen Männern und Frauen, die mit zwei Beinen in diesem Leben stehen, dass wir da das Ruder rumreißen können. Es ist nicht zu spät. Und wenn wir nur 12, 14, 15, 16 Prozent haben, wir sind der Stachel im Fleisch der Altparteien und in 4 Jahren wird die Machtfrage gestellt werden. Dann werden die ein blaues Wunder erleben. Vielen Dank fürs Kommen, danke fürs Zuhören. Kämpfen wir weiter für Deutschland.